Und die erste Überlegung, wenn ich sowas hinlege, sowas Kleines, sowas an Zutaten, ist das. Gucken, was passiert. Ich werfe es erstmal so hin, wie es hinfallen würde, wenn ich es auch tatsächlich so machen würde, wenn ich es tatsächlich in der Küche auch so machen würde. Und jetzt kann ich mir immer noch anschauen, wie sieht das jetzt aus? Sehe ich die Blaubeeren überhaupt? Die Hälfte sehe ich jetzt überhaupt nicht, weil sie natürlich da in dem Schatten liegen. Dann kann ich sie eben anders positionieren. Aber ansonsten ist das immer die einfachste Möglichkeit, sich zu überlegen, dass so etwas dann eben auch wirklich authentisch aussieht. Weil so ist es halt gefallen, so ist es halt passiert. Wir haben unser Hauptmotiv da, wir haben die Requisiten drin, wir haben die Zutaten drin. Das heißt, unser Bildaufbau ist in diesem Moment jetzt komplett. Jetzt können wir anfangen, uns über die Komposition Gedanken zu machen. Schneidet eure Bilder ruhig an. Das ist ja immer so eine Geschichte, die man gerne diskutiert mit People-Fotografen. Nein, du darfst auf gar keinen Fall oben den Kopf anschneiden. Nein, du darfst auf gar keinen Fall unten das Kinn anschneiden. Völlig wurscht. Schneidet das halt an. Denn was ein Anschnitt suggeriert ist, es gibt da noch mehr von. Das ist das, warum angeschnittene Dinge in der Food-Fotografie nett wirken. Weil man denkt, das ist nicht alles, sondern da gibt es noch mehr von. Da sind noch mehr Muffins, da sind noch mehr Blaubeeren, was auch immer. Da sind, wie in diesem Fall, noch mehr Pflaumen. Und das ganze Bild wirkt dadurch einfach auch sehr gefüllt. Es wirkt halt so, als sei das Essen, was ich da vor mir habe, halt so voll, so allumfassend. Der Tisch ist gut gedeckt, der Tisch ist voll und das ist das, was man natürlich sehen möchte. Warum sollte ich mir einen riesigen Tisch angucken, wo in der Mitte ein kleiner Teller steht? Es wirkt halt nicht ansprechend und es wirkt halt wesentlich ansprechender, wenn das ganze Ding gut gefüllt ist, wenn man wirklich ordentlich was fürs Auge auch hat. Außerdem kann man damit nämlich die Komposition dahingehend noch verbessern, dass man wirklich mit gezielter Linienführung arbeitet, um den Betrachter durch das Bild durchzulenken mit den einzelnen Sachen, die man dort platziert. Ich habe euch hier jetzt mal wild bunte Pfeile in das Bild reingemalt und diese bunten Pfeile signalisieren euch alle eine jeweils unterschiedliche Blickrichtung. Anhand von Linien im Bild, die eindeutig in diese Richtung zeigen. Und diese Linienführung in diesem Bild ist nicht willkürlich. Das ist alles exakt so platziert worden, weil ich diese Linienführung genauso haben wollte. Weil ich mir überlegt habe, es funktioniert für einen Betrachter immer, meiner Meinung nach, besser, wenn ich mir das Bild erarbeiten muss. Wenn mich das Bild zwingt, bestimmte Pfade abzugehen. Es gibt natürlich auch den anderen Ansatz, zum Beispiel so eine klassische Fluchtpunktperspektive. Da ist alles in der Mitte konzentriert. Alles in dem Bild deutet mir an, guck in die Mitte. Aber auch da, irgendwann fangt ihr an, doch mal auf die Ränder zu gucken und merkt dann, die Sachen am Rand zwingen mich wieder in die Mitte zu gucken. Ihr habt wieder diesen Kreis. Ihr kommt von der Mitte nach außen wieder in die Mitte. Und so ähnlich ist das ja auch, nur dass wir das nicht in dieser Kreisform machen, sondern eben in einer anderen Form. Und ihr könnt im Endeffekt mit allem, was ihr platziert, Linien erzeugen. Ihr seht das ja auch da, zum Beispiel unten die beiden Löffel erzeugen jeweils zwei Blickrichtungen, eine nach links hoch, eine nach rechts hoch. Links habe ich mein Hauptmotiv, dieses Müsli-Glas stehen, rechts habe ich mein im Grunde Hilfsmotiv, nämlich das Müsli, was ich dafür benutzt habe. Das liegt rechts.